So, willkommen zurück zu Deathloop, dem Spiel mit Hauptmenü in diesem Fall. Weil folgendes, irgendwie ist jetzt, erstmal steht da unten jetzt Inhalt 507. Ich bin nicht ganz sicher, ob es vorher eine andere Nummer war. Aber das Ding ist, das Bild ist irgendwie neu. War das vorher nicht das? Mir fällt übrigens auf, dass Deathloop von alleine schon diesen Diadorama-Effekt macht, den ich ja immer mit viel Mühe in irgendwelche Bilder einfüge. So, egal, wir sind übrigens in der Abendstunde und wir wollen nach Abdam. Logischerweise. Wir können übrigens am Abend auch nach Karlsbruch. Das heißt, was ich noch machen muss, ich muss da nach Freestyle Rock. Muss ich noch am späten Nachmittag, glaube ich. Ne, am Mittag muss ich noch nach Freestyle Rock. Ich muss noch am Morgen noch in den nach Karlsbruch. Das mache ich auch gleich als nächstes, also am nächsten Tag. Und so, das ist genau das Arsenal. Das Zeug haben wir ja alles schon gemacht. Und genau, idealerweise bringen wir also den Spiker. Ja, gut, den werfen wir ja sowieso weg. Das war ja das Zusatzding. Der Rest ist alles gerettet. Genau, wir bringen die beiden um. Genau, das ist unser Plan. Mal hoffen, mal sehen, ob wir auch genug Residium kriegen, das auch hinzukriegen. Genau, wir gehen auf jeden Fall nach Abdam. So, der Mr. Doss ist ein Mann mit dekadentem Geschmack. Sein Luxus ist tief in seiner Tasche, eine faulige Süße umgibt ihn. Oder ist das Geruch von nassen Hund? So, wir wollen eigentlich Ego umbringen, weil er die bessere Dings, die Ether-Tafel, die will ich eigentlich halten. Thomas, ja, welche finde ich jetzt der große Bösewolf? Irgendwie musst du Alexis identifizieren können. Das kriegen wir noch irgendwie raus. Aber das alles zu seiner Zeit. Wir gehen erstmal nach Abdam. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Wenn nicht, müssen wir nochmal alles neu vorbereiten. Obwohl das jetzt alles ein bisschen schneller und besser geht. Vor allem, was ich noch möchte, ich bin letztes Mal in Alexis Haus, habe mich irgendwie übel durchgeschossen und war da ein bisschen auf Eile. Das werden wir diesmal nicht machen. Also, ich habe mich ja reingeschossen, weil ich einfach nicht die Möglichkeit habe. Ich guck mal, ob ich unsichtbar einfach durch die Haupttür rennen kann oder ob ich mich durchteleportieren kann irgendwie. Weil. Und ich bin halt in diesen Keller da gestorben. Hoffen wir mal, dass einfach Juliana nicht noch vorbeikommt, weil die war, glaube ich, in diesem Loop noch nicht bei. Warum gucken wir nicht weg, wenn die Kollegen? Du stehst also doch auf Partys? Nicht mein Ding. Bei dir ist echt keine Zeit für Spaß, was? Was genau ist denn dein Ding? Wie es aussieht, schwatze ich lieber, statt Arschlöcher umzulegen. Kannst du mich nicht ausnahmsweise mal überraschen? Mach etwas anders, irgendwas. Enttäusche ich dich? Gut. Weißt du, was eine Enttäuschung wird? Deine Versuche, Alexis zu enttarnen. Viel Glück. Aha. Warum ist der Fan sich hier nicht Minen? Die waren doch letztes Mal nicht hier. Oh hey, wir sind schon Abdam. So, du willst feiern? Bei Nacht sind die Straßen voll. Oh. Ich sagte, die sind streng geheim. Spuck's aus, verdammt! Okay, okay. Die beste Stelle, um das Feuerwerk zu sehen, ist neben der Bühne. Wie bitte? Das war alles? Stirb bitte. Was? Das wird spektakulär. Ich frie mir den Arsch auf der Suche nach Code ab. Hoffe, das wird spektakulär. Wir sollten ihn lebendig ans Feuerwerk fesseln. War das Suchen Code? Ja, war das Code? Das ist eine gute Frage, ne? Niemand anders kann sich drum kümmern. Ja, diese Waffe, mit der ich Leute leise ausknipsen kann, vor allem gerade Kleinkaliber ist schon ziemlich mächtig, ne? Achso, das Ding. Was? Das muss einen anderen Weg geben? Ja, ja. Das Ding ist. Hier ist Alexis Dorsey, Visionär und Hauptfinanzier des Aeon-Projekts. Ja, ja. Kurz an die Gäste meiner ultra-exklusiven Das Schwelgen der Lämmer-Party. Vor allem die ultra-exklusive Party? Ist die Brücke ja nicht wieder oben? Ja. Erforderlich Accessoire. Warte mal, die Horizon-Tür sieht aber gerade sehr offen aus, ne? So, warte mal, das hier ist doch jetzt hier Ottos Werkstatt, oder? Die ich letztens. Nee, das ist nicht Ottos Werkstatt. Ottos Werkstatt ist ein weiter. Genau. Das ist nämlich unser zweiter Tagesort. Wir wollen ja nicht nur die beiden umbringen, sondern wir wollen auch Ottos Werkstatt erkunden. Weil die sollte jetzt hoffentlich nicht abgebrannt sein. Frank? Ach, Frank lebt ja noch. Lebt Frank noch? Ich stehe leider auf der falschen Seite für die Bucht. Lebt Frank noch? Ich muss doch eigentlich Licht an. Oh, falsches. Oh, ich kann beides mit Kombination miteinander verwenden? Nee. Lebt Frank noch oder lebt Frank? Doch, Frank lebt noch, ne? So. Die Frage ist, wenn ich jetzt die Kamera kaputt schieße, ist das irgendwie auffällig? Oh ja, würdest du bitte wieder einklappen, liebes Geschütztum? Ich möchte ja. Es gibt bestimmt ein Archiv mehr dafür, die Dings zu sehen, oder? Ich habe schon mal die Orientierung verlassen. Auf jeden Fall
Warte, den packt es raus. Da muss ich übrigens auch noch vorbeikommen. Ja, ich habe so viele Tagesordnungspunkte hier. Ja, wir haben schon unser erstes Residium gefunden. So, hier müssen wir auf jeden Fall durch. Achso, das ist natürlich jetzt auch was. Hinterhalt? Warum denn Hinterhalt? Ich hoffe nicht. Habe ich nicht irgendwas gelevelt mit Dings? Ah, mal gucken. Weiß ich nicht, warum das technisch gesehen als Hinterhalt hier qualifiziert. So, hier ist noch eine Horizon-Tür, die aber auch ohne Strom ist. Also mit der Horizon-Tür, da weiß ich nicht, das scheint mir irgendwie noch ein Teil des fehlenden Geheimnisses zu sein. Übrigens hier kleiner Fun-Fact, den ich immer wieder erwähne. Das ist die Tatsache, dass hier so dynamische Schatten gelegt werden. Das ist für mich als Kind der 90er quasi, ist das wie immer noch ein riesen Ding, was denn hier gelandet? Hier ist einfach nur ein, ich dachte gerade, das wäre irgendwie was, was hier eingefallen ist, aber nee. So, Ottos Werkstatt ist, da vorne ist Ottos Workshop, genau. So, und hier ist niemand? Da vorne ist auf jeden Fall ein Residiumstück, das brauchen wir definitiv. Vor allem habe ich jetzt auch schon einen Rückzugsort, falls Juliana mal wieder vorbeikommen würde. Dann kann ich mich nämlich in die Geschützung zurückgehen. So, die steht auf jeden Fall noch. Ist das der einzige Wandbreit? Moment, ich kann doch gucken gehen. Er scheint wirklich allein zu sein. Na gut, dann knipsen wir noch aus. Das Ding ist, ich glaube, das ist anstatt die Spike, nehme ich lieber das Ding hier mit, ne? Und davon welche anderen Waffen. Also ich habe ja gerade nicht meine ideale Attentäter-Ausrüstung. Ich bin ja jetzt gerade auf so wie... So, Feuerwerksboutique. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ob wir den namensgebenden Otto eigentlich auch nochmal wo finden können? So, was haben wir jetzt hier von? Ich meine, ich habe... Oh, hier liegt jetzt eine Tafel. Poliertes Waffensiegel. Okay, gut. Und wir finden ein Terminal. Oh. Neue Nachrichten. Von Frank. Hey Mann, ich habe den Code für dich. 5057. Füll den Container, bis er platzt. Heute Nacht lassen wir den im Himmel brennen. Darüber werden diese Hurensöhne noch 1000 Loops lang singen. Frank Ende. Hey, fahren Sie die Heule und Böller und Kracher, ist klar? Ich erwarte keine Antwort. Ich weiß, dass es nur visionäre Nachrichten, wie diese Scheißdinge verschicken können. Egal. Habt deine Charge. Mit dieser Elena in Karlsbruch stießt sie hinter Harriets Tabernakel weg. Sieht alles echt heiß aus, Mann. Aber wir sind beim exklusiven Spektakel, das ich mir ausgemalt habe, noch weit entfernt. Die Eröffnungsnacht findet nur ein einziges Mal statt, klar? Ich frage mich, wie sich das vorgestellt hat, dass die Eröffnungsnacht nur einmal stattfindet. Ich meine, die wussten doch, dass der Loop zumindest die Gegenstände wieder resettet, oder? Also insofern müsste denen nicht das vollkommen klar gewesen sein, dass sie... Also, sie haben... Also zumindest Venji hat doch vorher schon über den Loop gesprochen. Wahrscheinlich, so kriegen wir wahrscheinlich Frank tot, oder? Weil er hat doch den... Feuerwerk für die Show im Arm finden. Genau, den können wir im Arm... Den Container für die Ballade von Plappermoor, den Container öffnen. Ja, das können wir bestimmt am Morgen machen. Und dann können wir bestimmt Frank explodieren lassen. Also wir können ihn nicht... Er hat ja sowieso keine Tafel. Den können wir ihn bestimmt looten, oder? Was? Wo ist Boyer? Dann müssen wir mal gucken, ob ich hier irgendwie reinkomme, alternativ. Weil irgendwo war hier noch ein Fenster im rechten Sinne. Jetzt gehe ich aber erstmal nach oben und klingel und guck mal, ob er aufmacht. Weil hier war nämlich das Haus, das war durch letztes Mal auch mit abgebrannt. Die klingel bestimmt nur am Nachmittag auf, oder? Da kommt auch keiner. Das ist ja deprimierend. Naja, so viel dazu. Gehen wir mal zu den Kumpels vom Pakt des Rauches. Mal sehen, ob die jetzt... Guck mal, die haben sogar so eine moderne Reklametafel. Mal sehen, ob die jetzt hier tot rumliegen. Das wäre ja auch irgendwie spannend. Was haben wir hier noch? Noch ein Siegel? Warum lassen die Leute denn hier lauter Siegel zurück? Oh. Warte mal, die sollten wir vielleicht mal... requirieren und aufstellen. Weil nur für den Fall, dass ich mich hinterher nochmal irgendwie zurückziehen muss... Wäre es vielleicht voll gut, wenn wir hier irgendwo noch ein paar Geschütztürme hätten, die nicht irgendwie random aktiv wären, ne? Ich weiß übrigens nicht, warum ich das hier so anstrengend plane. Weil wahrscheinlich passiert eh nichts. Lief ja bis jetzt immer alles glatt, nicht wahr? Und poliertes Waffensiegel. Da wollen wir uns mal nicht beschweren. Die Waffensiegel sind, glaube ich, ganz gut. So, hier, die Library ist zu. Vor allem sind die Straßen voll. So voll sind die Straßen auch nicht hier. Ich meine, hier oben sind Leute noch. Macht das Ding jetzt mehr Rabatz als sonst? So, hier unten hat es noch Kameras. Da sind noch... Oh, was ist mit ihm denn da hinten los? Oh. Wir hätten da schießen können, bevor er runterfällt? Zumindest können wir diese Kamera, glaube ich, hier ganz gut requirieren, oder? Sehen die Kameras eigentlich auch Leichen? Oder nur die... So, liegt jetzt hier die eine rum? Nee.
bisschen was anders. Atemlos, abgespielt. Der Pakt des Rauches. Aber warum ist ihre Notiz überhaupt noch hier? Weil Vanya hat sie ja wieder zurückgeschafft. Oder einer von den beiden zumindest. Genau, also ich hatte das letzte so oben. Das heißt, das letzte Ding, was ich machen muss, ist unten. Die Uhr ist kaputt, also Pakt des Rauches hat erstmal nichts. So, ich habe... Das habe ich... Es fehlt nur noch eins. Ich müsste jetzt nur noch eins durchraten. Dann hätte ich es quasi schon geschafft. So, die ganzen Stromboxen sollten ja alle noch kaputt sein. Genau. Nur dann habe ich auch das Werkstatt. Luxus-Suit. Ja, schön, dass hier noch Residium rumliegt, ne? Minikum gelesen. Ach, siehst du? Da ist ja auch ein Bild. Pony. Das ist anscheinend Lila. Achso, ich hab da irgendwo noch eine Theorie. Habe ich davon noch schon erzählt? Ich habe es mir anscheinend nur aufgeschrieben. Also, meine Theorie, die mir noch gekommen ist, nachdem ich mir übrigens dieses scheiß Audiolog in Karlsbruch nicht gesehen habe, ist, war die, dass der Cold, den wir spielen, nicht der Cold dieser Realität ist. Weil es hieß ja, also wir gehen davon aus, dass es halt Lila war und nicht Juliana, sondern eine andere Person. Aber dann würde keinen Sinn ergeben, wenn die Notizen hier sind. Aber eventuell ist dieses, also der Cold, den wir spielen, ist nicht der gleiche. Deswegen ist der auch in einer, er kommt aus einer anderen Realität. Aus einer, in der der Loop auch existiert hat. Das ist jetzt die Verbindung zwischen den Realitäten. Und, aber er ist halt wirklich mit dem Flugzeug reingeflogen und ist woanders rausgekommen. Und der Code dieser Realität ist dann halt irgendwie anders rausgekommen, weiß ich nicht genau, das habe ich jetzt, soweit habe ich jetzt noch nicht gedacht. Aber auf jeden Fall ist dessen Code in der Irrenanstalt gewesen, weil er das nicht, das ist hier nicht seine Realität und es war alles ein bisschen anders. Und deswegen haben sie ihn dann verklapst, weil für ihn war irgendwie alles anders und deswegen haben sie ihn irgendwie für durchgedreht gehalten. Deswegen hat Ego ihn rausgeholt. So zumindest meine Idee. Das ist, was? Hier gelten strenge Sicherheitsmaßnahmen. Ja, sicherlich doch. So, unten ist wieder der Bunker. Sag mal, ich habe doch hier irgendwie noch was. Genau, mit dieser komischen Tür hatte ich da auch noch was zu schaffen. Du musst vorsichtig sein, ja. Die Armkerls frieren sich halt echt den Arsch ab beim Versuch hier auf Cold aufzupassen, ne? Ist das Ding auf der Entfernung noch tödlich? Ja. Das hat gute Reichweite, ne? Oh. Wer lebt denn hier noch? Und wo habe ich jemanden vergessen? Oh, das ist nicht gut. Nee, es ist wirklich nicht. Es ist vorbei. Oh. Endlich haben wir dich gefunden. Alter, ich bin so unfassbar schlecht, ne? Das war gerade ziemlich dämlich. Wahrscheinlich kein größeres Aufheben erhoben zu haben. So, den kommen wir nicht rein. Den müssen wir übrigens dringend mal machen am Nachmittag. Ich habe letztes Mal irgendwie Charlie umgebracht, aber das hier ist ja. No, das ist mein Ausgang. Ach, guck mal, hier ist dicht. Ich sollte vielleicht erstmal hochgehen, mich heilen, bevor ich hier weitere Risiken eingehe. Das wäre irgendwie jetzt Quatsch, jetzt hier irgendwie dumm an Hälfte HP zu sterben, nur weil ich. Komme ich da echt nicht hoch? Oh, ich muss. Wen muss ich dafür nochmal umbringen für Teleport? Das Ding ist doch jetzt eh kaputt, oder? Da können wir halt genauso das Ding da erschießen. Wie muss ich denn für Teleporter schießen? Ah, Charlie. Ah, das trifft sich ja. Wir wollen ja Charlie sowieso zusammen mit Fia am Strand erschießen. Das würde sich also sowieso ganz gut kombinieren lassen. Brauche ich nicht. Sieht ein bisschen die kleinen Patrone aus. So können wir diesen Geschützturm da noch. Cool, dass ich den von hier oben hacken kann. Der nie eine Chance hat, mich zu sehen. So, warte mal. Ich wollte nämlich noch zu dieser komischen Tür da unten drin mit dem Wort, obwohl ich bis jetzt noch keinen Hinweis habe. Ich bereue ein bisschen meine Gier. Hoffentlich nicht Code. Warum mache ich jetzt eigentlich mal so einen Doppelschuss? Wir wissen, dass ich hier bin. Warum weiß der jetzt, dass ich da bin? Wie viele leben hier eigentlich noch? Vier? Hat die mich gerade barbarisch genannt? Aber davon liegt noch ein Residiumsgegenstand. Oh. Warum weiß der jetzt, wo ich bin? Wenn er nicht komplett blind ist, hat er mich gerade rumteleportieren sehen, ne? Keiner liest mehr. Ja, stimmt ja auch schon am Tag.
Relativ. Ich kann mich doch gar nicht sehen. Das neue Siedlungsspiel? Wo ist denn jetzt der letzte Typ hier hin? Ich dreh durch. Ohne Witz. Hä, wo springt der denn hin? Ach, ich fertig, der Typ, ne? Das ist da wie. Also wirklich. Dreimal nicht gesehen, den Typen. Ja. Jetzt gehören die wertvollen Resilienspielstände mir. Schön übrigens, dass ich das jetzt alles hier lang und breit vorbereite und am Ende. Wahrscheinlich. Ah, die Delivery-Station habe ich auch noch keinen Dings. Also die sind anscheinend auch am. Teil von mir war immer schon hier. Ah ja. Gut, dass das Ding so leise ist, ne? Geht ihr in Try? Achso, das ist das Ding, Lieferding. Das Ding, genau. Ich will eigentlich zu dieser komischen Tür mit dem Passwort, oder? Wow. Geht ihr in Try, kommt immer vorbei. Ich möchte natürlich sagen, dass ich bei diesem Charlie-Ding mich auch schon verklausuliert hatte. So, hier sind jetzt alle tot, ne? Und hier auf der Bühne gibt es ansonsten. Nichts. Wir haben die beiden Dinger. Wir können, das können wir da oben noch hoch. Den Doppelsprung nicht mehr bei, ne? Jetzt bräuchte ich den. Obwohl, solange ich Teleport bei habe, ist der Doppelsprung, glaube ich, auch eher von geringerer Bedeutung. Guck mal, da oben ist auch so ein Apartment. Das heißt, wir könnten nochmal ein Fias-Apartment einreiten. Aber ich glaube nicht, dass sich das in der Nacht nochmal verändert, weil es war ja schon tagsüber, war das ja schon. Es war ja in der Nacht schon ziemlich langweilig. Also, Quatsch, am Nachmittag. Weil diese anscheinend nie ist die gute Künstlerin. Aber jetzt wollte ich erstmal. Genau, hier ist das Ding, hier ist das so. Noch kann man was damit anfangen. So. Okay, anscheinend kenne ich sogar den Code für das Tor. Das war das, was ich auch mit dem Telefon aufgekriegt hätte. Was? Raus aus meinem Kopf. Was hat die gerade Geräusche gemacht? Warum höre ich gerade hier irgendwelche? Okay, und hier unten? Achso, die Tür ist jetzt einfach. Okay, das geht einfach gar nicht. Na gut. Okay. Ja, das da unten ist ja bestimmt auch so eine Rotvogelbasis, ne? Mit den Wörtern. Ich habe leider halt noch keinen Sach, den ich hinweis. RAK. Glaube ich, so Model Land. Julia? Das sind einfach nur die Magnetschlüsse. Julia? Retroaktiv. Debakel? Unikat? Chromatographie? Tu nicht gut. Wie viele Wörter sie wohl eingesprochen haben? Habe ich hier noch irgendeinen Hinweis, was die machen können? Oh, komm, hier ist noch ein neuer Hinweis. Haben wir den schon gelesen? Nee. Das haben wir nichts Schönes. Genau, das ist. Achso, das ist das Tor, was ich am Nachmittag, glaube ich, aufmachen könnte, ne? Das ist beinahe über die Kante gesprungen, ja. Was haben wir ansonsten? Autsch. Es ist wahrscheinlich einer von diesen Flugzeugdingen. Von den Flugzeugdingen, die wir unten in Karlsbruch in Erwartung gesehen haben, ne? Die sollten hier sein. Ah, ich bräuchte echt ein Teleport-Upgrade. Ah, ich fürchte, Charlie muss ich nochmal. Obwohl, warte, ich vergesse schon wieder, dass ich mit Fiat bin, weil man merkt, dass ich hier das nachts aufnehme. Das Feuerwerk geht ewig. Das ist doch das Karlsbruch. Na gut, dann heim wir uns nochmal voll und dann versuchen wir bei Alexis mal einzusteigen. Am besten ohne gesehen zu werden. Das wäre halt so vom Geräuschpegel vielleicht ganz nützlich, ne? Haben wir was vergessen? Pack des Rauchs. Coles Wohnung haben wir leer geräumt. Da unten hat es noch ein Geschütz, um den ich noch nicht requiriert habe. Aber ich wüsste nicht, warum ich das tun soll. Außer halt für den Fall, dass ich hier spontan Juliana Besuch kriege und dann halt die. Da ist noch ein Gegner. Ach, fuck. Wir müssen zu dem Dings, zu den Geschütztürmen hier. So. Hier fühle ich mich halbwegs sicher. So, ich habe leider kein Dings auf Juliana, ne? Na gut, aber den stört nämlich hinterher wirst nicht beim Rumschleichen. Das Problem ist. Das müsste vielleicht noch Juliana finden. Ich überlege gerade, ob ich jetzt unsichtbar rumrenne, aber sie sieht mich wahrscheinlich trotzdem, oder?
unten liegen jetzt noch Minen. Ich sollte wahrscheinlich Minen legen, oder? Ich habe ja sowas von Angst. Vor allen Dingen droppt schon. Ich höre sie doch hier. Ach, sie ist unsichtbar. Oh. Weg auch. Huh. Huh. Was, ja, zwei Tafeln bei? Ätherverbesserung ins Dingsbums und Physidium. Die Ätherverbesserung für Geist. Ich brauche dich länger Kraft, wenn du stillstehst. Oh, das ist praktisch. Das ist Carnesi nochmal. Das muss ich. Ich kann sowieso nicht beides mitnehmen, ne? Ah, nee, doch. Die Unsichtbarkeit, das habe ich ja sowieso als Verbesserung. Droppt der Dings nochmal. Und sie hat Carnesi bei. Hol ich auf den Rückweg. Mir geht's gut genug. Gut. Okay, gut. Das war richtig. Gut, dass ich die Waffe hier mitgenommen habe. Was hat sich hier noch so gedroppt? Der Vierfinder. Fügt markierten gegen zusätzlichen Schaden zu. Ja, aber der Vierfinder ist als Waffe einfach kacke. Ja gut, dann sind wir jetzt auf jeden Fall vor Juliana-Invasion erstmal sicher, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen... Gab's nicht mal Munition im Codes-Apartment? Dann würde ich sagen, machen wir erstmal weiter. Aber alles beim nächsten Mal. Wir versuchen bei Lexi einzurücken. Bis dahin. Ciao.